Einen herzlichen guten Morgen an alle Fans des Reisens auf dem Wasser und in der Luft. Ja, sie liegt hinter uns hier, die MSC World Europa. Wir haben unser Gepäck geschultert und machen uns wieder auf den Weg zum Flughafen Marseille. Und da geht's heute für uns mit KLM über Amsterdam zurück nach Hause, nach Düsseldorf. Ja, mal schauen, wie das alles klappt. Die Ausschiffung hier, das hat schon mal ganz hervorragend geklappt. Das hätte ich nicht gedacht. Es stand erst was von ab 8.30 Uhr. Ich war um kurz nach 8 unten bei Norbert. Da sah ich die ersten schon Richtung Ausgang pilgern. Ja, und da konnten wir auch sofort rausgehen. Es ist jetzt, ja, 8.13 Uhr und wir sind draußen vor dem Schiff. Jetzt einmal durchs Terminal durch und dann werden wir uns wohl ein Taxi gönnen zum Flughafen, weil ja, sonst wäre das wieder eine Sucherei, dann müssten wir bis in die Stadt rein, wo dann der Flughafenbus fährt und so. Das ist uns jetzt dann ein bisschen zu stressig, aber jetzt können wir es ruhig angehen lassen, können wir uns gemütlich ein Taxi suchen, Richtung Flughafen fahren und dann sollte das alles kein Problem sein. Ich hoffe, ihr seid dabei und schaut, ob das alles problemlos klappt und wie wir nach Hause kommen. Nach dem Intro legen wir los. So, ja. Fast. 45 Minuten für einen Check-in-Prozess, das ist auch schon fast Negativrekord. Check-in hier für KLM ist natürlich an den Air France-Schaltern, ist ja quasi eine Firma. Dann haben wir hier gefühlt ewig gewartet, weil hier checken Leute ein, echt mit Gepäck. Ich weiß nicht, wo die hinfliegen. Also ich bin noch nie verreist mit 4 großen Aufgabekoffern als Einzelperson. Und dementsprechend zieht sich das natürlich dann. Bei jedem zweiten hat die dann noch irgendwelche Probleme und muss telefonieren und machen. Ich war dann vorne, dann hatte ich nur gefragt, ein Fensterplatz wäre nett. Dann hat sie mir gesagt, ja, bis Amsterdam wäre ich in der Notausgangsreihe. Dann hat sie mich dreimal gefragt, ob das okay wäre für mich. Verstehen kannst du die kaum, die sitzen natürlich da wie zu wüsten Corona-Zeiten hinter Glas. Die spricht ein Englisch mit so viel französischem Akzent, dass du die kaum verstehen kannst und fragt dann auch noch, ob man schlecht hört, wenn man dreimal nachfragt. Sie fragt aber selber dreimal nach, weil sie auch kein Englisch versteht. Also wo die hergeholt hatten, keine Ahnung. Dann hat sie mir gesagt, für den zweiten Flug, wenn ich da einen Fensterplatz haben wollte, müsste ich 20 Euro extra bezahlen. Da habe ich gesagt, dann verzichte ich. Da hat sie dann auch noch dreimal gefragt, was sie denn jetzt machen soll. Ich habe gesagt, it's not so important, the window seat, then I take another seat. Ah. Dann dauerte es wieder ewig, dann hatte sie dann irgendwann die Tickets alle gedruckt, die Bordkarte. Dann hat sie mir dann in den Finger gedrückt, komischerweise hatte die am Ende 3 Bordkarten in den Finger, obwohl ich nur eine kriegte. Die anderen 2 waren wahrscheinlich irgendwelche Fehler, die hat sie dann fortgeschmissen. Bei Norbert hat es noch länger gedauert, da hat sie noch 2-mal telefoniert zwischendurch, weswegen auch immer. Ja, Sitz zusammen haben wir auf keinem der beiden Flüge. Also das hatte mit Austrian auf dem Hinweg doch um Welten besser geklappt, muss ich sagen. Das war doch viel, viel einfacher am Check-in und viel, viel zugänglicher. Aber nun ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt zusammensitzen und wir müssen auch keinen, ich muss jetzt auf dem zweiten Flug keinen Fensterplatz haben. So viel zu sehen gibt es da eh nicht auf dem kurzen Stück, sei es drum. Dafür zahle ich jetzt nicht nochmal ein 20 extra. Ja, jetzt gehen wir mal durch die Sicherheitskontrolle und dann suchen wir uns mal die Lounge hier in Marseille. Boah Leute, echt grauenvoll dieser Flughafen. Die Sicherheitstechnik da vorne, die sieht aus wie straight aus den 70ern. Da ist nichts automatisiert, die
Behälter fahren nicht automatisch zurück. Ich meine, jetzt ist das hier auch kein Riesenflughafen, aber der ist halt auch nicht winzig. Dann haben wir Boarding Area 3 auf unseren Bordkarten stehen. Unten ist aber nur 1 und 2 ausgeschildert, in zwei verschiedene Richtungen. Wenn du dann 3 da stehen hast, dann kannst du raten, du musst dann dahin, wo 2 steht. Aber das sollte man vielleicht auch dahin schreiben. Dann muss man wieder jemand fragen, dann muss man die Rolltreppe hoch, dann ist hier oben Sicherheitskontrolle. Ich hatte natürlich wieder das Bombenglück, mich haben sie auf Sprengstoff kontrolliert. War ja auch okay, ging ja schnell. Dann haben sie aber ausgerechnet bei mir auch noch ein Handgepäck auf Sprengstoff kontrolliert. Da musste ich dann nochmal warten da hinten. Furchtbar umständlich alles und. Also ich fand, das hat alles auf dem Hinflug mit Austrian viel, viel besser geklappt. Gut, wenn man jetzt mit Austrian hier abfliegt, ist man ja der gleichen Infrastruktur ausgesetzt. Da wird es wahrscheinlich auch nicht besser sein. Da kann jetzt KLM auch in dem Fall nichts dafür. Wobei, ja, in Verbindung mit Air France, die gehören ja zusammen und Air France als Home Carrier hier, die sollten ja schon einen gewissen Einfluss auf die Technik des Flughafens haben. Finde ich ein bisschen schade, dass das hier so ein bisschen primitiv ist alles, aber es hat zumindest geklappt, aber bringt im Zweifel ausreichend Zeit mit, weil schnell geht hier gar nichts. Ja, wir haben uns vorgearbeitet bis in den Salon VIP hier in Marseille am Flughafen. Ja, die Auswahl hier, die ist sehr überschaubar. Ich meine, für eine Priority Pass Lounge ist das jetzt nicht so selten, dass es keine Riesenauswahl gibt. Aber das ist hier auch die Lounge, die hier mit allen Airlines zusammenarbeitet. Ich glaube auch mit Air France und Lufthansa. Also. Ja, das da hinten ist der Buffetbereich, zwei Kühlschränke und ein bisschen Theke. Aber es tut's fürs Erste. Einziger wirklicher Nachteil ist, hier drin gibt es keine Toilettenanlage. Da muss man dann wieder aus der Lounge raus und das ist natürlich ein bisschen umständlich. Das wäre jetzt das Einzige, wo ich sagen würde, das fehlt wirklich. Alles andere kann man mit leben. So, und geschafft bis in den ersten Flieger hier. KLM City Hopper bringt uns bis Amsterdam. Ja, ich habe Glück, ich habe eine Notausgangsreihe mit Fenster hier. Und zwar leider über den Tragflächen. Ich hoffe, dass man trotzdem ein bisschen was sehen kann gleich. Embraer 195. Safety Card haben wir hier vor uns. Das KLM Magazin. Und KLM verteilt auch noch Tüten, falls es einem nicht wohl ist. Ja. Und das ist natürlich sehr klein und hat natürlich jetzt in dieser Position hier so ziemlich gar keine bedeutende Funktion. Da könnte man jetzt kaum essen in der Entfernung. Aber nun ja, das ist ja nun auch ein Regionalflieger. Da kann man da, denke ich, mit leben. Steckdose haben wir hier unten. Ja, und das ist es dann auch schon.
besonderen Ausstattungsmerkmale hier. Aber wie gesagt, für einen Kurzstreckenflieger ist das relativ üblich. Denke ich, kann man mit leben. Werden wir wohl ankommen. Soll auch recht voll werden. Kann ich also froh sein, dass ich wenigstens hier auf dem ersten Leck einen Fensterplatz erwischt habe. Kann ich euch hier ein paar Bilder zeigen. Ja, und nachher nach Düsseldorf dann werde ich euch nicht viel zeigen. Weil dann habe ich einen Gangplatz und wenn es dann da auch so voll wird und das auch noch der gleiche Fliegertyp ist, was soll ich euch dann da groß zeigen? Dann machen wir das jetzt eben hier. Ja, hier oben über Kopf haben wir ein großräumiges Lüftungsventil und ein Lämpchen. Ja, das ist es dann auch schon. Good afternoon, bonjour, welcome aboard this flight to Amsterdam. My name is Salah, captain on this flight, and also on behalf of my colleagues, so warm welcome. We're a bit late now, 7 minutes to be exactly. We'll do our best to depart here as soon as possible. Flight time to Amsterdam about 1 hour and 45 minutes. Shortly before landing, we'll give you an update. So wish you a pleasant stay on board. Take your seats. Ja, und KLM, einer der wenigen Anbieter in Europa, die es sich immer noch leisten, ein kostenloses Getränk und einen kleinen Snack auch auf kurzen Flügen rauszugeben, finde ich eine tolle Sache und eine super nette, herzliche Kabinenbesatzung haben wir hier. Also da bleiben echt keine Wünsche offen. Ich stärke mich jetzt hier mal einen Happen. Denn das ist ja heute echt schon alles viel mehr, als man erwarten darf. Was haben wir denn hier Gutes? Ja, sieht doch gut aus.
het openen van de bagagebakken. Bagagebakken verschoven zijn en uit de bagagebak vervangen. Geniet van uw verblijf of het vervolg van uw reis. Namens de hele crew, dank u wel. Hopelijk snel weer bij KLM aan boord te zien. Dear passengers, welcome to Amsterdam Schiphol Airport. Please remain seated. You may now switch on your phone and other devices. On arrival, after the fastened seatbelt sign is switched off, you may collect your belongings from the luggage bins. Be careful as items may have moved during flight and could fall out. We wish you a pleasant stay or a good onward journey. Thank you from our crew working on this flight. We look forward to seeing you on board KLM again soon. So, in Kürze dürfte es dann losgehen. Letzter finaler Abschnitt Amsterdam-Düsseldorf, dann haben wir es geschafft. Ja, dann sind wir aber auch geschafft. Ich bin jetzt froh, wenn wir das letzte Stück geschafft haben. Ich habe gerade geguckt mit Norbert, wir haben die Sitzplätze getauscht. Norbert will eh schlafen auf dem Flug und er hat einen Fensterplatz. Also werde ich jetzt mal gucken, dass ich gleich auf seine 5A husche. Denn dann kann ich euch jetzt in der Dämmerung noch den Abflug hier aus Amsterdam zeigen. Und der könnte sich ja lohnen. Do not take any personal belongings with you. So, auch hier eine Embraer auf dem Streckenabschnitt, wie eben auch. Quasi ansonsten alles gleich. Den etwas komfortableren Sitztyp, weil diese Reihen ja auch für die Business Class genutzt wird. Ja, Amsterdam verabschiedet uns mit Regen. So, und auch wenn die Fensteranordnung hier jetzt nicht 100% optimal ist, immerhin, ich habe durch den Trick mit dem Tausch mit Norbert überhaupt einen Fensterplatz und kann euch gleich vom Abflug ein paar Bilder zeigen. Dear passengers, a very good afternoon from the flight deck, Captain. My name is Remy Franke. On behalf of the entire crew again, I welcome you on board Zimmer with destination Düsseldorf. We departed just maybe a few minutes past scheduled time of departure. We are now in front of the departure runway. Two more airplanes in front of us, and then it's our turn to start the takeoff roll. Flight time today is around 25 minutes, and I expect to arrive on time in Düsseldorf. About 10 minutes before landing, I will come back to you with the latest arrival and weather information. For now, I wish you a very pleasant flight.
Portugal ontvangen. Cabin crew, de schouw sluit. So, Kinders, und jetzt sagt mir, bin ich bekloppt oder sind's die anderen? Guckt euch mal den Flughafen an. Es ist leer. Samstagabend, es ist leer. Und hier ist ein Gepäckband. Und da werden zwei Flüge mit unendlich vielen Leuten drauf abgefertigt, sodass du gar nicht bis ans Gepäckband kommst. Da frage ich mich, wer macht denn hier die Logistik in Düsseldorf? Das ist doch Idiotie, Kinders. Wenn da vorne jetzt dein Koffer vorbeikommt, den kann jeder mitnehmen, den kriegst du nie mehr wieder. Weil das siehst du gar nicht, das nimmst du gar nicht wahr. Und das, ich meine, ich verstehe das ja in der Hauptferienzeit, wenn das Ding hier voll ist, aber wenn ich auch 5 Bänder frei habe da hinten, da ziehe ich das doch auseinander. Also, da hat aber wieder einer nachgedacht. Der hätte besser sein gelassen. So, Freunde, Gepäck ist auch wieder da. Somit größte Hürde geschafft gefühlt. Scheinen hier alle Flüge an ein oder zwei Bändern anzukommen. Wahrscheinlich spielt hier die Gepäckanlage in Düsseldorf mal wieder verrückt. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum hier vorne ein riesiger Rand auf ein paar Bänder ist und der Rest des Flughafens quasi leer. Aber sei's drum. Ja, KLM selber, muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht. Gute Flugzeuge, jetzt auf dem zweiten Abschnitt eine etwas ältere Embraer. Mit dem alten Kabinendesign, aber auch super gepflegt. Konnte man gar nichts sagen. Sauber. Toll, selbst hier auf dem zweiten kurzen Flugabschnitt von 25 Minuten gab es ein kleines Fläschchen Wasser und so ein Tütchen mit so Brotchips. Das ja, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das findet man sonst eigentlich fast gar nicht mehr. Wie auf dem Hinweg mit Austrian, 2 Stunden von Wien nach Marseille und du bekommst nicht mal einen Schluck Wasser, wenn du ihn nicht mit der Kreditkarte bezahlen kannst. Also da ist KLM schon ganz weit vorne dabei, muss ich sagen. Das finde ich super. Ja, die Flughäfen, die haben mich heute irgendwie alle enttäuscht. Amsterdam mit der Wegeführung, das war Ussel. Marseille ging noch so, außer das Check-in-Erlebnis, wo dann eine Dame sitzt, die in Englisch spricht mit einem Wahnsinnsakzent, die konnte man gar nicht verstehen. Und dann kriegt man als Passagier gefragt, ob man was an den Ohren hat, obwohl die einen selber nicht versteht und dreimal nachfragt. Ja, das ging hier in Düsseldorf natürlich Chaos pur. Die Toilettenanlage sieht auch aus wie aus dem Ersten Weltkrieg. Also ja, wie gesagt, Flughäfen, die haben mich heute alle nicht überzeugt. KLM, die erste Kabinencrew, top, wirklich lächelnd waren 2 Frauen, ein junger Mann, wirklich untereinander super eingespielt, nett zu den Passagieren, ein Stück vor uns saß ein älteres Paar, die flogen irgendwo nach Kanada, die hatten Assistance beantragt für Amsterdam, da sagte sie dann, ja, sie werden abgeholt. Und also das wirklich auf jeden Passagier eingehend nett. Die zweite Crew hier, die war, wie sagt man so schön, gleichgültig bis genervt. Kam natürlich auch noch der Hinweis, man möge doch nur keine anderen Passagiere und erst recht keine Crewmitglieder filmen. Ja, das sind immer die Leute, die Angst haben, ihren Job schlecht zu machen. Ich habe ja selber in der Logistik auch gearbeitet und ich habe immer gesagt, ich habe mir mal gewünscht, dass mal einer mit der Kamera einen Tag mit mir mitläuft und mal sieht, was wir alles machen und dass wir nicht nur doofe Heinis sind, die irgendwelche Sachen von A nach B schubsen. Das wäre mal mein Wunsch gewesen, dann hätte man nämlich mal viel gesehen. Ich habe immer gesagt, da hätte ich direkt eine Gehaltserhöhung gekriegt danach.
Ich sage immer, wenn ich meinen Job gut mache, dann brauche ich den Hinweis auf andere Passagiere, finde ich vollkommen legitim, dass man sagt, okay, die könnten da ja was gegen haben. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber hier so eine Geschichte mit Crew, hatte ich bei EasyJet auch schon mal so einen Affen, der da furchtbar rummachte, weil er Angst hatte, irgendwo auf einem Bild zu sein. Finde ich irgendwie affig, weil wenn ich meinen Job vernünftig mache, habe ich doch da nichts zu befürchten. Das Einzige, was ist, wenn ich mich so aufrege, bringe ich doch meine eigene Firma in ein schlechtes Licht. Ja, aber wir sind jetzt wieder da. Jetzt heißt es nur noch die letzte Meile mit dem Zug nach Hause. Ich sage danke, dass ihr mit uns unterwegs wart auf dieser langen und beschwerlichen Reise. Und ihr seid hoffentlich auch wieder dabei, wenn es das nächste Mal wieder losgeht.